Einige von uns haben sich die Nacht um die Ohren geschlagen, vielleicht ein kleines Tränchen verdrückt, aber vor allem auf das große Staffelfinale hingefiebert. Wir sind zurück mit unserer Besprechung von Stranger Things Staffel 4, Folge 8 und 9, jetzt beim Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wir sind zurück mit unserer finalen Besprechung zur vierten Staffel von Stranger Things. An meiner Seite ist heute wieder der Sven. Hallo. Und Patrick, hi. Hi. Und ich, euer Moderator Paul. Und ja, wir haben jetzt hier die letzten beiden Folgen der vierten Staffel von Stranger Things vor uns. Nachdem wir vor einigen Wochen schon mal die ersten drei Folgen der Staffel besprochen haben, mittlerweile haben wir, würde ich sagen, die ganze Staffel gesehen und sprechen hier da jetzt drüber. Deswegen jetzt gleich vorneweg der Hinweis, das hier ist ein Spoilercast. Wir werden spoilern und zwar die gesamte vierte Staffel, die letzten Folgen, speziell auf die wir jetzt so ein bisschen auch, durch die wir so ein bisschen chronologisch gehen werden, jetzt nicht Szene für Szene, aber zumindest uns da die Handlungsstränge mal anschauen werden und ein bisschen drüber diskutieren werden. Wer noch gar nichts davon gesehen hat, der sollte lieber die gesamte vierte Staffel vorneweg schauen, danach wieder zurückkehren, wenn er denn die Folgen gesehen hat und uns gerne auch seine Meinung zu dieser Staffel in den Kommentaren oder auch per E-Mail an info@tele-stammtisch.de hinterlassen. So, Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Aber 100%. Jo. Ja, wollen wir noch kurz vielleicht so ein paar kleine Sachen nochmal recappen, weil über die haben wir jetzt ja noch gar nicht so richtig gesprochen, weil die eben dann in Folge 4 bis 7 passiert sind. Da gab's ja so einen kleinen Twist oder so einen kleinen Paukenschlag, mit dem die erste Staffelhälfte quasi geendet ist. Vielleicht kommen wir da drauf nochmal so kurz drauf zu sprechen. Gibt's noch irgendwas aus diesen Folgen, jetzt aus Folge 4 bis 7, so noch irgendeine Szene oder irgendeinen Handlungsstrang, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo ihr sagt, über den müssen wir jetzt nochmal kurz reden? Ich fand die Enthüllung von Wegner, das war eine schöne Sequenz, auch wenn die dann in so eine schlechte Animation abgedriftet ist. Ja, genau. Also das ist ja wahrscheinlich der größte Teil der Staffel 4a, wenn man es so nennen möchte. Diese Offenbarung am Ende der siebten Folge. Wir sehen die Entstehung von Wegner, beziehungsweise die Entwicklung von Wegner, der da aus dem, wie war sein Name? Ich glaube Henry irgendwas. Henry Creel. Ich habe ein bisschen gehofft, dass Eleven zur Bösen wird, dass man da ein bisschen mehr Mut hat. Ja, das hatte ich eigentlich auch gehofft. Auf diesen Twist hatte ich tatsächlich auch gesetzt, aber ich fand die Origin-Story von Wegner wirklich gut. Ich habe es dann so ab der Hälfte habe ich geahnt, in was für eine Richtung es geht. Aber ich fand es trotzdem cool. Ja, schon allein, dass sie immer dieses so, wer ist eins oder Wo bleibt diese Nummer? Weil, also, das war klar, dass es irgendwie aufgegriffen werden musste und ich habe es dann auch irgendwann kommen sehen und ich muss dann auch Patrick nochmal zustimmen. So, die Verwandlung von ihm zu Wegner, die sah ein bisschen schwierig aus. Da war ich auch nicht so ganz von überzeugt und auch der Twist war jetzt keiner, der total aus dem Boden. Ich hatte auch wirklich gehofft, dass es vielleicht in die düstere Richtung geht, dass Eleven nochmal so einen Turn bekommt. Aber letztendlich, ja, gehen wir halt den Weg mit diesem Twist. Und ich muss sagen, ich verstehe jetzt auch, warum sie da genau da den Cut gemacht haben. Das hat sich einfach angeboten. Ja, ich fand auch, es war ein rundes Ende. Und was anderes hätte echt keinen Sinn gemacht. Also fand es auch wirklich schön. Zack. Origin erzählt. Genau. Pause. So, gut, dann lass uns nicht lange weiter drum herum treten. Wir beginnen mit Folge 8 von Stranger Things Staffel 4. Nochmal, Spoiler, großgeschrieben. Die achte Episode trägt den Titel Papa, geht knapp anderthalb Stunden. Und ja, ich habe mir jetzt hier ein paar einzelne Handlungsstränge aufgeschrieben. Und wir können die so abgehen. Und ja, kommt, wir müssen mal nochmal über Hopper und seinen Plot da oben reden. Da oben, mit da oben meine ich in der Sowjetunion. Sven, ich weiß, du bist Hopper-Fan. Wie hat dir dieser Strang jetzt in der achten Folge, beziehungsweise jetzt eben in den beiden Finalfolgen erstmal gefallen?
Sehr gut sogar. Also wirklich sehr gut. Es gab viele, viele Anleihen, wo ich gedacht habe, ah, guck mal, da haben sie sich da bedient, da haben sie sich da bedient. Mir gefällt Hopper jetzt in der dünneren, muskelbepackten Version sehr gut. Und er, also, man nimmt es ihm auch komplett ab, sein, ja, Testosteron gesteuertes neues Ich. Inzwischen drin dachte ich auch so, ey, wenn du dem jetzt, und das kam ja dann auch später, eine Knarre in die Hand gibst und lässt ihn auch nochmal richtig grimmig gucken, könnte das tatsächlich auch was sein, was man vielleicht für die nächste Zeit für Haber benutzen könnte und ihn als Actionheld etablieren, weil das macht er wirklich gut. Wenn er in 2 Jahren nicht wieder ein bisschen aufgedunsen ist und dann sagen sie, ja, Hopp hat den Jojo-Effekt wieder abbekommen. Ja, also für mich ist und bleibt es wirklich der Schwachpunkt der Staffel. Ich kann mit diesem Handlungsstrang absolut nichts anfangen. Dieser Handlungsstrang, der trägt irgendwie nichts zur Geschichte bei. Ich war so froh, als sie dem Gefängnis entkommen waren und ich habe mich gefragt, oh, endlich sind sie rausgekommen und jetzt passiert endlich mal was, jetzt gehen sie mal da zurück und dann sitzen sie dort ernsthaft fest und fragen sich, wie sie dort wegkommen. Weißt du, auf der anderen Seite der Geschichte, auf der anderen Seite der Welt sozusagen, ist die Kacke richtig am Dampfen, da gibt's das und die sitzen dort oben im Schnee fest und ja, wir haben kein Flugzeug für den Rückweg. Och, also ich war echt gar nicht angetan von diesem Handlungsstrang. Und immer wenn dieser Sprung dazu kam, habe ich mir gedacht, ach bitte, lass das bitte so schnell wie möglich jetzt hier vorbei sein. Weil ich finde, hier passiert einfach nichts und man hat auch irgendwie keine richtigen Ideen, was man da oben noch machen soll. Ich finde, ein kleiner Lichtblick ist da wirklich Tom Blaschier, der das hier gut spielt und der auch irgendwie ja, nochmal so einen etwas anderen Touch mit reinbringt, weil er ja schon von seiner ganzen Aura oder von seinem Auftreten her immer was Mysteriöses hat. Auch die Chemie zwischen Joyce und Hopper, die gefällt mir da eigentlich ganz gut. Aber dann gibt's da noch diesen Sidekick-Russen oder diesen Comic Relief da, der irgendwie nur Quatsch macht, der für mich überhaupt nicht in diese ansonsten bedrohliche Atmosphäre dort oben reinpasst. Und dann gibt's eben noch, das hat man vor allen Dingen am Anfang der 8. Episode, dieses ja zum Teil wirklich Action-Schlachtfest, was dort stattfindet. Das nimmt für mich jegliche Faszination von diesen Kreaturen oder jegliche Bedrohung von diesen Viechern, das nimmt es für mich irgendwie total raus. Ich fand's aber schön, dass Mary wieder ein bisschen auftrumpfen konnte, also ihn mit Flammenwerfer. Das hatte schon was Cooles. Ja, dazu kommen wir dann noch. Das ist ja dann schon Folge 9. Dazu kommen wir dann noch. Denn Überraschung, sie fliegen noch lange nicht zurück, denn sie haben da oben immer noch was zu erledigen. Bevor wir dazu kommen, springen wir mal einen Handlungsstrang weiter. Und das ist jetzt ein sehr großer Handlungsstrang, weil es gibt sehr, sehr viele Figuren, die sich da tummeln. Es ist die Crew um Nancy, Max, Steve und so weiter und so fort. Die saßen ja am Ende der 7. Folge nach ihrer kleinen Odyssee durch das Upside Down ja immer noch dort fest quasi, beziehungsweise Wegner hat es sich gerade über Nancy hergemacht, wobei ich da auch gleich mal eine Frage an euch habe, vielleicht habt ihr das mitbekommen, warum hat Wegner jetzt genau Nancy besetzt, weil sie einfach die einzige noch da war, oder why? Bei Nancy glaube ich tatsächlich, dass er sie sich geholt hat, weil sie in dem Moment die Schwächste war. Ich habe das anders verstanden, er wollte 11 Nachricht überbringen. Aber warum dann Nancy? Also wäre da nicht einer der anderen Figuren? Oder war sie eben die Einzige, die gerade im Upside Down rumgelungert ist? Aber er kann ja auch Leute außerhalb des Upside Down besetzen. Also so Nancy war für mich irgendwie so eine komische Wahl und wirkte mehr so, ja, wir müssen jetzt hier mal dieser Figur noch was zu tun geben, damit sie da noch eine Vision hat, damit sie 11 da was überbringen kann. Ich habe da die Verbindung zwischen ihr und 11 nicht so sehr gesehen. Ja, also wie gesagt, also Steve war ja auch noch unten. Ja. Und also ich habe Nancy so teilweise, also Steve hatte seine Heldenmomente mit den Fledermäusen und so weiter und so fort und hat für mich daher deutlich Energie getankt. Ja, ja. Und Nancy ist zwar auch ein sehr starker Charakter, aber ich fand sie gerade so in der Folge, wo sie unten waren, eher
das schwächste Glied der Kette. Und er hat wahrscheinlich, also er hat sie ja nur als Flüsterpost benutzt. Was anderes wollte er eigentlich. Ja, das stimmt. Da frage ich mich halt, ob er das nicht vielleicht auch als Flüsterpost halt einfach in Mai-Kette gehen können, der vielleicht Elf sehr besser eine Botschaft hätte überbringen können, wie er es ja auch dann am Ende macht. Was aber interessant ist, ist, was sie dann dort berichtet. Mhm. Also man sieht die Visionen nicht, aber sie berichtet der Gruppe dann davon. Sie hat eine Vision von einer Invasion quasi, von einem brennenden Hawkins, von toten Soldaten, von ihrer toten Familie, wo sie sagt, dass ihre Mutter, ihre kleine Schwester und auch Mike dort tot zu finden sind. Das ist meine Frage. Foreshadowing? Ich meine, so ein bisschen so das brennende Hawkins, das deutet sich ja am Ende so ein bisschen an, am Ende von Folge 9. Aber ich glaube noch nicht, dass das damit gemeint ist, sondern das könnte doch durchaus ein Hint auf Staffel 5 gewesen sein. Das war ein Hint auf Staffel 5. Vor allem, dass dann da noch diesen Handlungsstrang mit den vier Reitern in der Apokalypse und ich dachte, ach bitte nicht, wieso muss alles biblisch werden? Sven, hast du es auch so wahrgenommen? Oder war es mehr was, um sie einzuschüchtern vielleicht? Nein, ich glaube tatsächlich, dass er ihr gesagt hat, es ist im Endeffekt egal, was ihr macht, es wird trotzdem passieren. Und es ist ja auch passiert. Mhm. Ja, die biblischen Ausmaße, ja, das hast du aber schon auch die ganze Zeit. Also ich dachte nur, geil, es gibt noch mehr Zerstörung. Ja, ich bin gespannt, inwiefern man das dann nochmal aufgreift. Ich finde es interessant, vor allem, dass sie auch Mike, ihrem Bruder, da sterben sie. Wie gesagt, es kann natürlich ein Plan von Wegner sein, ihr das da zu zeigen, um sie möglichst groß einzuschüchtern. Jedenfalls erwächst dann doch aus diesem eindringlichen Signal, das Wegner ja dadurch auch irgendwie sendet, ein Plan, bei dem so bei mir sich gleich die nächsten Fragezeichen aufgetan haben, ob denn das jetzt so, also ist das jetzt ein guter Plan oder was ist das jetzt für ein Plan? Max will sich quasi opfern, in Anführungszeichen. Über die ganze Staffel hinweg hat man ja dann schon gesehen, ja, in der, was weiß ich, glaube in der vierten Folge, ne, Dear Billy. Mhm. Das war ja schon, doch mit einer der besten Folgen der Staffel, würde ich sagen, dass sie von Wegner quasi auserkoren wurde, beziehungsweise will Max ihn jetzt hervorlocken, damit die anderen dann Wegner Trance-Zustand überwältigen können. Kurze Frage an euch, was haltet ihr von diesem Plan? Weil ich habe mir gedacht, okay, der ist schon ziemlich risky, weil ihr kennt dieses Wesen doch überhaupt nicht. Ihr habt nur die Morde vorher gesehen und jetzt glaubt ihr ihn einfach so im Trance-Zustand überwältigen zu können? Das schiebe ich ein bisschen auf die kindliche Naivität, die anderen noch haben. Ja, also den Plan fand ich gut. Ich fand ihn auch schlüssig. Zwar auch wirklich absolut risky, weil das ist wirklich, also von, da kannst du ja nur noch von Glück reden, wenn der tatsächlich da auftaucht. Und sie hat ja auch ziemlich lang dann gebraucht, ihn zu locken. Ich muss sagen, dass bei dieser Geschichte, die dann passiert, wo dann auch immer zwischen den Welten hin und her gefahren wird, da musste ich tatsächlich teilweise echt aufpassen, damit ich das noch irgendwie richtig einordnen kann. Licht da, Licht hier. Ja, da kommen wir später dazu. Ja, genau, dazu kommen wir ja dann. Zwischen den Welten springen wir dann noch in Folge 9 hin und her. Es ging mir jetzt mal kurz nur um den Plan, die so ein bisschen, aber ich kann auch Patrick verstehen, ja, so ein bisschen auf die Naivität noch hinzuweisen, beziehungsweise die haben halt auch schon eine ganze Menge Shit durchgemacht, dass sie da vielleicht jetzt nicht erstmal noch groß überlegen, was sie da planen. Was sagt ihr denn zu dieser... zu Eddies Diebstahl dieses Wohnwagens, ich fand's so cool mit der Michael Myers Maske, wie er da angerannt kommt. Ich fand's auch wirklich cool und vor allen Dingen diese Sprüche dann halt auch, hey, das ist halt schon blöd, wenn man sein Auto und seine Wohnung am gleichen Tag verliert. Ja. Und das zeigt, finde ich, auch gerade so die Genialität von den Duffs. Dieses Timing von, wir lockern jetzt die Atmosphäre ein klein bisschen auf, weil es sonst wirklich noch zu düster wird. Und das tut einem als Zuschauer wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe da auch kräftig gelacht und dann hast du eine gewisse Leichtigkeit, die sie dir dann in den nächsten 2-3 Szenen auch direkt wieder wegnehmen. Ja, vor allen Dingen wie diese beiden Camper oder was weiß ich, dann nicht merken, wie einfach mal
die mussten ja auch erstmal ein Auto finden, wo genügend Leute reinpassen. Denn ich weiß nicht, wie viele dort rumlaufen. Es waren bestimmt 7, ich glaube 7 Figuren. Wie die dann einfach alle in dieses Auto einbrechen und die aber nichts mitbekommen, bis der Motor angestellt wird und sie dann da wegfahren. Das war schon, also ja, fand ich auch ein bisschen witzig. Nur der einen Michael Myers Maske, und das war auch eine der wenigen Sequenzen, wo diese zwei Fanlieblinge Eddie und Steve mal zusammengearbeitet haben. Deswegen fand ich das auch eine sehr schöne Sequenz. Also man merkt schon, dass auch da Eddie noch mal so ein bisschen mehr Profil, was heißt Profil, aber noch mal so ein bisschen mehr Einsatz bekommt. Er kriegt auch ein bisschen Profil, weil er sagt, sein Vater war ja genauso und jetzt trifft der genau in dieselben Wege ab. Wenn auch wahrscheinlich aus ein bisschen anderen Gründen. Na gut, die Gruppe jedenfalls schlägt sich durch und plant da ihren, wie ich finde, sehr riskanten Plan. Es gibt aber nicht nur eine Gruppe, die da was zu tun hat. Wir haben ja auch noch die Gruppe rund um Will und Mike, wo ich so ein bisschen die fahren ja immer noch durch die Wüste, oder? Die sind ja immer noch auf der Suche nach diesem, nach Nina. Das hatte ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe gedacht, oh, sieh ja an, Mensch. Die, ja, bei denen ist gerade so ein bisschen Flaute noch. Aber das ändert sich dann ganz schnell. Denn ja, ausgerechnet Argyle ist es, der, nachdem er da in der Wüste stand und irgendwie 10-mal nach Nina gerufen hat, herausfindet, dass dort, also beziehungsweise er findet Reifenspuren im Sand. Und dann geht's auch ganz flink quasi zu dem Handlungsstrang, mit dem das verbunden wird, nämlich der Handlungsstrang rund um 11. Und auf den möchte ich jetzt noch kurz gucken in Folge 8 quasi, bevor wir dann auch schon in Folge 9 rutschen. Ja, bei 11 befinden wir uns ja quasi nach Folge 7. Sie hat sich wieder erinnert oder sie hat dieses Trauma oder dieses Erlebnis da, wo sie sich zum ersten Mal gegen Henry Creel gewehrt hat. Das hat sie nochmal erlebt oder wieder erlebt. Ja, und jetzt, wie gefällt euch erstmal das, dass hier Elfs Vergangenheit nochmal so ein bisschen aufgebrochen wird, Sven? Ich find's gut, mich hat's überhaupt nicht gestört. Ich dachte erst noch, ach komm, jetzt können wir mal ein bisschen vorwärts gehen, anstatt wieder zurück. Aber das, was sie halt enthüllt haben, trägt schon auf jeden Fall gut zur Story bei und auch zu ihrer Reaktion am Ende mit Papa. Und auch dieses Verständnis, okay, das hier ist alles geplant und nicht zu ihrem Wohle. Mhm. Ja, auch diese Wechselbeziehung zwischen Brenner und ihr wird auch immer wieder, also das wiederholt sich fast auch immer so, ist ein Good Guy, Bad Guy, Good Guy, ist er, will er jetzt doch das Gute für sie oder doch nicht? Oder also letztendlich ist es wahrscheinlich ziemlich klar zu beantworten, dass er es eher nicht wollte. Und ich finde auch, obwohl man in den Folgen zuvor so hin und wieder so einen Rückblick in die Vergangenheit quasi hatte, ist es doch nicht so, dass es komplett enttarnt oder entmystifiziert wurde. Ich finde, man lässt sich da noch das ein oder andere Türchen vielleicht auch für Staffel 5 offen. Wobei ich auch so ein bisschen hoffe, dass sich der Handlungsstrang vielleicht jetzt mit dem Labor und so erstmal ein bisschen beendet hat, weil das hat man jetzt auch schon seit Staffel 1. Herr Patrick, wie hat dir das gefallen? Ich fand, das hat dieses ein bisschen Holprige dann doch wieder mehr gefestigt, dass sie dann auf einmal Papa zu Brenner sagt, dachte ich auch, nee, ernsthaft. Und dadurch wurde das zumindest ein bisschen ergründet, wieso sie diese väterlichen Gefühle trotzdem noch für ihn hat. Obwohl mittlerweile eigentlich Hopper mittlerweile ihr besserer Ziehvater ist. Wusste sie zu dem Zeitpunkt ja nicht. Eben, genau. Sie geht ja noch davon aus, dass er tot ist. Ja. Diese Basis wird anschließend vom Militär aufgesucht. Ja, da passiert ganz viel. Eigentlich will sie ihren Freund retten, wird dann aber vom Brenner wieder aufgehalten. Kurzum, die wird gestürmt vom Militär. Was kann man dazu sagen? Gut, jetzt haben wir hier unseren ersten angekündigten Todesfall. Vom Cast von Stranger Things wurde ja angekündigt, es wird viele Tote geben in den letzten beiden Folgen. Ich nehme mal an, dass sie Brenner jetzt mal dazu gezählt haben, denn ansonsten würden mir auch mit Hinblick auf Folge 9 nicht viel mehr einfallen. Dr. Brenners Tod. Hattet ihr auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihm zum Ende nochmal so ein bisschen rehabilitieren wollten mit diesem Moment, als er eben Elle noch aus dieser Halskrause befreit? Oder ja, dass sein Tod schon so nochmal so ein bisschen pathetisch oder so ein bisschen heroisch war? Ja, also ich dachte auch, als er es klicken lässt und sie dann das Halsband dann deaktiviert haben, dachte ich, ja, okay, gut, jetzt versucht er nochmal die guten Seiten zu zeigen. Aber was dann passiert,
fand ich viel, viel besser. Weil ich dachte, oh komm, jetzt fall nicht ins alte Muster wieder zurück. Aber was sie dann macht, ist schon eine kleine Spur härter. Ich hatte, woran ich gedacht habe, ist an Game of Thrones, jetzt kommt auch ein kleiner Game of Thrones-Spoiler, als Arya den Bluthund sterben lässt. Stimmt. Gab es diesen Moment, wo sie ihn eben sterbend zurücklässt. Und das fand ich, das hatte eine richtig bittere Note in Game of Thrones. Hier, also verstehe ich, was du meinst, aber ich hatte trotzdem so ein bisschen Gefühl, dass man dann noch sagen muss, aber naja, Dr. Brenner, also so ein bisschen Mitleid wollen wir vielleicht doch ein bisschen evozieren. Wo ich Sven auf jeden Fall recht gebe, man verzichtet jetzt zum Beispiel darauf, dass Elf dann nochmal weinend neben ihrem, in Anführungszeichen, Papa zusammenbricht und dann ihm groß nachtrauert. Das fand ich schon gut, dass sie da nicht nochmal so einen sentimentalen Ausbruch hatte. Elf jedenfalls hat noch, wie ich finde, da nochmal so einen kurzen Erwachungsmoment, wo sie dann da auch den Hubschrauber des Militärs abstürzen lässt. Das wirkte nochmal wie so ein Moment, bam, jetzt ist sie da, jetzt ist sie wieder back. Und passend zu dem Zeitpunkt gesellen sich ja dann auch Will, Mike, Argyle und Jonathan dazu. Und diese Gruppe ist wieder zusammengeführt. Das heißt, wir können einen Handlungsstrang erstmal wieder streichen und müssen jetzt nicht mehr ganz so viel Überblick bewahren. Ja. Ich fand das Wiedersehen mit den Kindern wieder schön, weil das hat der Staffel so ein bisschen gefehlt, dass die alle sehr auseinandergerissen waren. Das stimmt. Jetzt konnten sie sich wieder ein bisschen mehr aussprechen und Eleven hatte eben wirklich wieder einen schönen Wiedersehensmoment. Es ist auch auf jeden Fall diese Distanz zwischen den Gruppen, das war ja auch noch nie tatsächlich so groß wie in dieser Staffel. Und ich finde auch, dass, obwohl ich auch total finde, dass es viel zu viele Charaktere sind. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man dann spätestens im Staffelfinale da mal richtig durchgegriffen hätte, in Anführungszeichen. Trotz dieser Distanz fehlt manchmal so ein bisschen diese Connection zwischen denen. Natürlich sind sie alle irgendwie durch dieses Wegner und dieses Upside-Down-Ding irgendwie verbunden. Ja, selbst Hopper und Joyce in der Sowjetunion. Aber so richtig begegnen oder so richtig aufeinandertreffen tun sie ja auch im Staffelfinale die größte Zeit über nicht. Nehmen wir jetzt mal den Epilog quasi raus. Yeah. Ich weiß auch nicht, ob sich diese Aufsplittung so wirklich so kilometerweit, meilenweit so nötig gewesen wäre, dass man dann immer wieder Probleme hat. Oh, wie kommen wir denn jetzt von A nach B? Das ist ja dann auch in Folge 9 nochmal Thema, zu der wir jetzt gerne kommen können. Und da würde ich nämlich direkt wieder bei Hopper einsteigen. Kurz noch vorneweg, Folge 9, Huckepack heißt diese Folge, ist die mit Abstand längste Folge der Serie und wahrscheinlich eine der längsten Serienfolgen, wenn nicht die längste Serienfolge, die ich je gesehen habe. 2,5 Stunden. Darauf können wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, wie sich denn das angefühlt hat. Aber erst nochmal Huckepack und zu Hopper. Die sitzen nämlich immer noch in der verdammten Sowjetunion fest. Und der Russe, der baut da immer noch an seinen Hubschrauber und ich habe mich echt gefragt, was ist euer Punkt? Was nervt ihr mich mit diesem Handlungsstrang? Es passiert nichts dort. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mit der Action, die dann massiv kam in Russland, so ein bisschen für die Warterei versöhnen wollten. Und ja, es gab ein paar heroische Momente. Und es gab auch ein paar richtig schön emotionale Momente von Hopper, wo er dann geläutert ist und gemerkt hat, wofür er wieder kämpft, wo er sich aufgerafft hat. Ja, aber ich finde das nicht schlimm. Die müssen auch erstmal wieder zueinander finden. Ich meine, 8 Monate sind 8 Monate. Hopper hat sich ja auch ordentlich... Ja, aber dann noch gleich dieses, wie aus so einem Pornokalender, so, er zieht sich aus, sie sieht seine Wunden. Oh, was ist das für ein starker Mann, der solche Wunden aushalten kann? Ah aber, ja, natürlich. Oh. So wie er ausgesehen hatte, Rücken hättest du ihn auch in ein Schlammbad setzen können und dann in Vietnam hätte er auch locker John Rambo nachmachen können. Ah, ja, und natürlich kommt auch der patriotische Unterton, der kommt dort ganz besonders dann wieder zum Zuge. Und das Sahnehäubchen, in Anführungszeichen, für mich war da natürlich, als sie dann festgestellt haben, hey, wir müssen nicht nach Hawkins, wir müssen zurück in das Gefängnis, um die Partikel zu zerstören. Ich habe mir gedacht, ach Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich meine, ich habe es mir dann gedacht, weil ich habe gedacht, es kann doch jetzt nicht die Handlung sein, dass sie einfach kein Flugzeug finden, um zurückzugehen. Da musste ja noch irgendwas mit diesen Wesen in dem Gefängnis passieren. Ich fand es vor allem schlimm, dass der russische Sidekick von Tom Lashier ja auch dauernd alles sabotiert hat, dass es sich noch länger rausgezögert hat.
Ich habe diese Figur auch überhaupt nicht verstanden. Aber Sven, es kam doch bestimmt dann was, wir bleiben noch bei dem Handlungsstrang, da was für dich, was dir da noch sehr viel Freude bereitet hat. Denn wir sehen ja dann tatsächlich die Charaktere dann nochmal zurück in das Gefängnis eindringen, wo auf einmal schon alle tot sind. Also wirklich da kein einziger mehr am Leben, nichts mehr. Und dann gibt's eine Szene mit Hopper und einem Schwert. Wobei, wollen wir das jetzt schon sagen? Wobei, ja, können wir eigentlich sagen, oder? Ja, doch. Sven, war das für dich, was hast du gefühlt? Was ist dir in diesem Moment in den Sinn gekommen, als du da Hopper mit einem Schwert hast gegen so eine Kreatur kämpfen sehen? Also es war so, ich habe mir das angeguckt und dachte, sieh an, Hopper kann auch Conan, weil er auch diese typische Conan-Bewegung mit dem Schwert gemacht hat. Ich fand's geil. Ich habe auch so Resident Evil-Vibes gehabt, nachdem sie da reinkommen mit Flammenwerfer und allem drum und dran. Dachte ich, naja, gut, klar, dann gehen wir an diese riesen Einlegbüchsen, wo die Viecher drin sind, die jetzt halt natürlich alle frei sind. Hopper kann Action. Das fand ich auch gut. Ich mochte ihn auch aus Fat Rambo. Ich weiß gar nicht, was alle gegen Staffel 3 haben. Ja, wir kommen vielleicht dann nochmal kurz auf Hopper zu sprechen, aber ich bin erstmal froh, dass wir diesen Handlungsstrang so etwa hinter uns haben. Ich bin wirklich kein Fan davon. Ich fand, also das wäre wirklich so ein, ich hätte ihn überhaupt nicht gebracht. Hätte der Hopper einfach eine Staffel totgelassen und am Ende der Staffel taucht irgendwie auf und sagt, hey, hier bin ich. Ja, ich weiß, Hopper ist sehr beliebt und ich finde ihn ja jetzt auch, also es ist schon ein Charakter. Schneidet das am besten in die Werbung, dass Paul sagt, ich hätte Hopper eine Staffel lang totgelassen. Schneidet das am besten so in die Werbung, das triggert. Was ich noch anmerken wollte, warum dieser Handlungsstrang auch für mich absolut nicht funktioniert hat, weil mir schon irgendwie von Anfang an natürlich klar war, dass hier nichts passieren wird. Hier ist alles safe. Die opfern nicht nochmal Hopper, die auch mit Joyce und, na gut, der Lehrer, der wäre mir egal gewesen, aber auch bei Joyce, das hätte nicht funktioniert. Deswegen, von Spannung her, war dieser Handlungsstrang für mich eine echte Luftnummer. Aber gut. Er hatte ein paar nette Action-Szenen, da stimme ich zu. Ja. Mich haben die Action-Sequenzen zumindest so ein bisschen besänftigt. Also, dass man da zumindest irgendwie angepackt hat. Und ja, die Läuterung von Hopper, das war ja quasi wirklich die Gegenreaktion, dass sie gesagt haben, Staffel 3, oh mein Gott, Hopper war zu sehr Comic Relief und jetzt wollten sie ihn wieder düsterer machen. Hätten ja, sie meiner dass das Meinung immer auch dann gleich durch Folter oder Gefangenschaft passieren muss. Das ist halt auch immer so ein Ding so. Aber Hopper und Co. sind nicht die einzigen Leute, die Mobilitätsprobleme haben. Auch Eleven und Mike und so, die kommen auch nicht weiter. Die sitzen, ich weiß gar nicht, habt ihr mitgekriegt, wo sie genau festsitzen, in welchem Bundesstaat oder wo? In der Wüste. Das müsste dann wahrscheinlich wohl Nevada wahrscheinlich sein. Ja, irgendwie da. Jedenfalls bräuchten die auch mehrere, weiß ich nicht, Stunden oder Tage, bis sie wieder zurück in Hawkins wären. Und so viel Zeit haben sie aber nicht, denn Eleven packt da einen Plan oder fasst da einen Plan. Sie möchte sich nämlich mit Max verbinden, also Elf möchte quasi, dass Max sie Huckepack nimmt. Also Elf möchte in Max Gedankenwelt. Kopf, Gedanken, genau, und dann dort Wegner gegenübertreten. So, und dadurch brauchen wir, und das hatten wir jetzt auch die letzten Staffeln zuvor schon, Wasser und Salz. Und wo finden wir das, Sven? Natürlich in einem Pizzaladen. Genau, und da Argyle hat ja Connections, weißt du, der hat ja überall Connections. Für den kleinen Kifferhunger zwischendurch. Und alle, die in Pizzaläden arbeiten, kiffen. Ihr habt es jetzt ja endlich gesehen. Ja, der Dude, der irgendwie fast genauso aussah wie Argyle, der lässt sich ja auch ganz schnell, ja klar, mach mal Problem. Hier hinten. Ich fand das vor allem dann, auch mit der Ananas lustig. Was? Ananas auf der sagen, Pizza? Dann gilt's, nein! Dann gilt es erstmal, eine der wichtigsten Fragen zu beantworten, die auch noch überhaupt nirgends debattiert worden ist. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Kurzes Statement von euch, Patrick. Ich habe nichts dagegen, aber muss nicht sein. Okay, und Sven? Ab und zu ja, aber meistens nein. Siehst du, bei mir war es so, ich hätte vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt nein. So wirklich ein striktes Nein. Aber ich habe es einmal probiert jetzt, und es schmeckt tatsächlich gar nicht so kacke. Deswegen, von mir gibt es auch ein Jein. Gut, hätte man das auch geklärt. Elle und Mike scheint es jedenfalls auch zu schmecken, denn die teilen sich dann noch eine Pizza. Es gibt allgemein, muss man sagen,
in dieser Szene ganz, in dieser Staffel ganz viele Szenen zwischen zwei Charakteren, wo so ein bisschen ja Beziehungsarbeit geleistet wird oder so ein bisschen einfach Charakterarbeit geleistet wird. Das finde ich schön. Ich finde, man macht, es ist, Stranger Things ist längst keine Charakterstudie, aber die Charaktere, die bekommen doch mehr Facetten und auch so ein bisschen mehr Leben als jetzt in vielen anderen Mystery- und Thriller-Filmen oder Serien. Und das finde ich schön, dass man immer wieder so kleine Momente haben. Wir hatten sie zuvor uns schon mit Will und Mike. Wir hatten sie zwischen Nancy und Steve oder jetzt auch zwischen Elle und Mike. Ich finde, diese kleinen Szenen, die machen das Ganze schon nochmal rund. Und ich finde auch, dass man sich dafür, ich finde es gut, dass sie sich dafür dann tatsächlich die Zeit genommen haben, auch wenn eben da die Folge vielleicht mal ein bisschen länger wird. Oder wie geht's euch da? Ich fand, dadurch trifft das nicht so sehr ins Comic Relief ab. Es war auch schön. Es war auch schön, dass sie dann nicht blockbustermäßig dann die emotionalen Momente durch einen flapsigen Spruch unterbrochen haben. Klar, ab und zu schon. Aber verhältnismäßig war das wenig. Trotzdem sage ich, man hätte aus der Folge auch locker zwei machen können. Also man hätte den Epilog die letzten 40 Minuten ausklammern können, als letzte Folge verkaufen können. Aber man wollte ja unbedingt diese 2 Stunden 30 Minuten Folge anpreisen können. Denkst du, dass es daran lag? Ich weiß nicht ganz, warum sie das so gemacht haben. Also ich habe auch gedacht, warum habt ihr jetzt nicht einfach aus der Finalfolge 2 Folgen gemacht? Mhm. Wobei sie dann auch irgendwann so einen Flow hatte, gerade wo sie hin und her gesprungen sind, dass das schon gut war. So gerade vielleicht die letzte, aber so eine halbe Stunden Folge wäre halt auch irgendwie doof. Sven, wie gefallen dir diese kleinen Szenen immer, wo es so ein bisschen, wo es jetzt mal keine, wo man Hopper mal nicht oberkörperfrei und sich durch Flammenwerfer metzeln sieht. Wie gefallen dir diese kleinen, leiseren Momente? Gut. Sie passen auch, aber ich muss tatsächlich sagen, bei einigen wurde es mir dann doch ein bisschen zu viel. Es ist zwar schön, dass jeder seine Momente kriegt und dadurch bauen sie auch die Spannung auf mit der Vorhersage. Übrigens, es sterben noch welche, aber manchmal dachte ich, oh, jetzt komm, jetzt macht nicht schon wieder irgendeine Beichte oder schon wieder nicht irgendeine Verabschiedung, was sich als Verabschiedung dann irgendwie auch doch verkaufen lässt. Also ich saß ja auch vor dem Fernseher und habe gedacht, ey, wenn ihr den und den und den und den killt, dann flippe ich aber echt aus. Und diese Verabschiedungsszenen haben mich fast in den Wahnsinn getrieben. Aber ja. Das andere ist, dass gerade so die Momente zwischen Lukas und Max mir doch trotz dessen, dass ich dann gedacht habe, mir sehr gut gefallen haben, weil da eine sehr gute Chemie zwischen beiden ist. Und das alles auch nicht irgendwie super aufgesetzt wirkt. Ich finde, ich kann total verstehen, Sven, was du meinst. Und es liegt, es hängt so ein bisschen, finde ich, mit dem Problem zusammen, dass es eben so, so viele wirklich Charaktere sind, von denen halt irgendeiner immer irgendwas zu beichten hat oder immer noch irgendwas zu sagen hat. Und gerade Will, der fühlt sich ja dann auch so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen, gerade wenn Mike und Elf wieder zusammen sind. Und da gibt es auch so einen kurzen Dialog mit seinem Bruder. Aber auch, da, also es wirkt so ein bisschen, also ja, ich weiß es nicht. Genau, jedenfalls legt sich Eleven dann in ihr altbekanntes Salzbad, hat eine neue Augenbinde, so eine Brille da. So eine Pizza, eine Pappschachtel, also die müsste im Wasser doch richtig. Eh aufweichen. Ja, na gut, sie ist ja nicht komplett unter Wasser, aber und dann fängt sie eben an, in den Verstand oder in die Gedankenwelt von Max einzudringen. So, und jetzt wird's kompliziert, denn jetzt findet irgendwie alles auf einmal statt, so gefühlt. So gefühlt, bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden dieser letzten Folge finden so viele Handlungsstränge parallel statt, dass es mir auch wie Sven ging, dass ich sage, oh, ach, die gibt's auch noch, ach stimmt, da ist ja auch noch was und ui. Im Showdown gibt's nämlich dann verschiedenste Handlungsstränge jetzt, also Hopper blenden wir jetzt mal aus, weil den hat man ja jetzt schon, also wir haben einmal Elf und die Gruppe, die da einfach drin drumrum um den Wasserkasten hockt und ihr zuguckt, die machen jetzt nicht so viel, aber dann haben wir dann noch die Gruppe rund um Nancy, Steve und Robin, die im Upside Down da versuchen, Wegner dann in seinem Trancezustand zu töten oder zu verletzen. Dann haben wir Eddie und Dustin, die da das große Ablenkungsmanöver starten. Und wir haben Erica und Lucas und Max, also die quasi Max in dieses
Mörderhaus da begleiten, wo sie dann ihre Begegnung mit Wegner hat und da erstmal aufpassen, dass da nichts passiert. Und dann kriegen die ja auch noch Stress von diesem Oberbully da, den es ja auch noch gibt. Und dann haben wir natürlich noch Max, die eben in mehrerlei Hinsicht zu kämpfen hat mit Wegner. Und dann dringt ja auch noch Elle in ihren Verstand ein. Und ja, mit welchem Handlungsstrang wollen wir, also mit diesen, welchen von diesen Handlungssträngen wollen wir denn anfangen? Sven, ist es schon Eddie-Zeit? Fühlst du dich schon imstande, darüber zu reden? Ja, es tut weh, aber ich werde mein Bestes geben. Okay, denn Eddie und Dustin, die haben am Anfang eine ganz wichtige Rolle, denn die müssen erstmal die ganzen, diese komischen Fledermaus-Dinger abwehren, beziehungsweise weglocken von dem Haus von Wegner, damit Robin, Nancy und Steve da in Ruhe eindringen können. Und wie machen wir das, Sven? Und mit einem riesen, wahnsinns geilen Heavy-Metal-Konzert. Oder eher Gitarren-Solo. Ich fand's nur schade, dass es da eben schon wieder Metallica war. Hätte man Iron Maiden gebracht, da heißt ja das Maskottchen Eddie. Das hätte noch mal eine coole Meta-Ebene gegeben. Das stimmt. Aber ich verstehe das mit Master of Puppets. Ja, ich glaube aber auch, ich weiß es nicht, wie sehr Maiden in den Staaten bekannt. Also, dass die schon, klar, die haben Legendenstatus, also bei uns zumindest mal. Aber selbst wenn du da auf die Straße jetzt gehst und sagst, kennt jemand von euch Iron Maiden? Dann sagen wahrscheinlich 90% nein. Und die, wo in unserem Alter sind, sagen, ja gut, ja, ich kenn's. Auch Metallica kennt jeder. Mit Master of Puppets passt's natürlich dann auch. Also, ich hab's krass gefeiert, wie er oben steht. Und in dem Moment war mir dann auch schon tief in meinem Herzen bewusst, was passiert. Es ist erstmal eine richtig, richtig fette Szene, könnte man sagen, bei der ich auch das Gefühl hatte, da haben die Macher einfach gedacht, weißt du, was geil wäre, wenn der dort oben mit einer Gitarre steht und dann so richtig abgeht und dann die roten Blitze drumrum und das. Ich glaube, das haben die Macher gedacht, ey, das müssen wir irgendwie mit einbauen, scheißegal wie. Das gehört auch wahrscheinlich zu meinen Top 5 Lieblingsszenen bei Stranger Things. Und mir hat es auch wirklich leid getan um Eddie. Das war wirklich so instant einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, das war auch, also ich finde, bei ihm war es auch schon so maßgeschneidert, dass der innerhalb einer Staffel da schon zu einem Zuschauerliebling avancieren wird. Das ganze Ding hatte ja auf einmal auch den totalen Musikvideo-Look. Oder überall eben auch diese surrealen Welten. Und also es hätte auch so ein Musikvideo oder so eine Coverversion oder so sein können. Ich bin jetzt nicht der größte Fan. Ich fand es ein bisschen zu aufgeblasen, aber ja, mein Gott, dann gönnt eben diese Serie diesen wirklich, ja, bestimmt ikonischen Moment, der jetzt bestimmt auch vielfach irgendwo zitiert wird oder den man auch gut mal auf ein T-Shirt drucken oder auf ein Plakat drucken kann. Ja. Dieser Moment ist zumindest auch für die Figur des Eddie ja doch schon ein ganz großer Moment gewesen. Vor allem war das so ein heldenhafter Moment. Wir dürfen nicht vergessen, dass ihm diese Morde quasi angelastet wurden. Er wurde vom Dorf, also vom Mob, quasi als Mörder gesucht. Und er hat im Verborgenen dann trotzdem so einen kleinen Heldenmoment. Ja, er hat dann ja auch noch einen, beziehungsweise die Fledermaus-Dinger, die kommen dann dorthin. Eddie und Dustin verschanzen sich im Wohnwagen, wo ich mich bis heute gefragt habe, warum die Polizei dieses Portal zum Upside Down nicht entdeckt hat, als sie Eddies Wohnwagen durchsucht haben. Das fand ich irgendwie seltsam, weil ich meine, da ist ja ich habe ihren Namen vergessen, aber in Folge 2 oder so ist ja da die eine Schülerin gestorben und dann hat ja dort die Polizei das alles abgesucht und dann habt ihr dieses riesige Loch in der Decke nicht gesehen? Sieht ein bisschen schwierig aus. Vielleicht vertuschen sie es auch, was weiß ich. Jedenfalls verschanzen sie sich dann dort und irgendwann sieht es dann so schlecht aus. Also wir haben einen Moment in dieser Folge, in der 9. Folge, da sieht es wirklich für alle schlecht aus. Dustin klettert auch schon wieder zurück und dann kommt Eddies Moment. Und Eddie sagt, nein, ich gehe jetzt hier wieder raus. Ich verschaffe uns noch mehr Zeit, schneide da dieses Band zwischen den beiden Dimensionen quasi ab, damit Dustin ihm nicht so schnell hinterher kann und stürzt dann raus, wo ich gedacht habe, was soll denn das? Also für mich war es dann auch klar so, schade um Eddie, aber es war auch wohl einer der
sinnlosesten Tode, ja, weil er sich wirklich für etwas aufopfert. Also es gab keine andere Chance. Also eigentlich konnte er nur sterben. Und ich weiß nicht, auch wenn er sich dann, ich bin die ganze Zeit weggelaufen und jetzt muss ich mich dem stellen. Dude, nein, wenn du komplett stirbst, dann lass es lieber. Dann geh doch lieber weg. Ja, also ich hab's auch nicht verstanden. Ich dachte noch, für was Zeit? Rette dein Leben mit deinem Ewok-Bruder. Weil das, die sieht aus wie ein Ewok mit seinem Stab und seinem Messer vorne dran. Und dann habe ich gedacht, nee, warum, das ist total unnötig. Das ist wirklich unnötig. Geh nicht raus. Und er tut es und wehrt sich dann zwar heldenhaft, aber die Fledermäuse bringen ihn dann doch. Mich hat's auch geärgert, vor allem, dass er so auf so eine sinnlos heroische Art stirbt. Also ich finde, es vermittelt halt auch, dass es vermittelt auch ein komplett falsches Bild. Oder ich glaube, Eddie hat das dann eben falsch verstanden, als er diesen Moment gesagt hat, ich bin immer weggelaufen. Also natürlich muss man sich irgendwann mal etwas stellen, aber doch nicht, wenn es so aussichtslos ist wie da. Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Und das war dann wahrscheinlich auch schon einer der, also das war eigentlich der größte Verlust, dieses größte Opfer. Wobei, also eine Figur ist ja dann noch in so einem Schwebezustand gewesen. Wie gesagt, es sieht sehr schlecht aus für viele Figuren, nicht nur für Eddie. Und Dustin, der aus irgendeinem Grund da auch wieder zurückklettert und dann eigentlich auch eine ganz schöne Menge, ganz schön viel riskiert, wo ich mir auch gedacht habe, da ist aber die Plot-Armor bei ihm auch stark. Aber Dustin hätten sie sowieso nicht. Den machen sie nicht weg. Ja, aber er hat ja, also bei Dustin habe ich es teilweise noch verstanden, weil er ja ihn retten will. Ich meine, klar, eine Chance hätten sie beide gegen die Viecher sowieso nicht. Ja, aber da kann ich es noch eher nachvollziehen als bei Eddie. Ja. Also, ja. Aber auch bei den anderen sieht es schlecht aus. Nancy, Robin und Steve werden nämlich erstmal von den Schlingpflanzen erwürgt fast oder festgehalten. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber die hängen bestimmt eine halbe Stunde da, oder? Ja. Also es gibt immer mal so ein Update. Hier, guck mal, die hängen immer noch da. Oder die schnürt sich immer noch fester oder so. Weil halt so viel dann passiert ist, wo man, oh Gott. Ja, das waren auch so Charaktere, die, ach ja, richtig. Die sitzen da immer noch fest. Hängst du da immer noch fest, ey? Hängst du immer noch ab? Was soll das? Genau. Derweil gibt es dann nämlich auch noch die Konfrontation mit Lucas und dem Henry Bowers dieser Staffel, weil der eben auch noch eindringt und dann dort Max in diesem Trance-Zustand vorfindet und dann natürlich Lucas dafür verantwortlich macht, von wegen, welche satanistischen Spielereien macht ihr mit ihr und so weiter. Dann wird er dort auch noch zusammengeschlagen. Also es sieht echt überhaupt nicht gut aus und zu allem Übel gewinnt dann Wegner auch noch die Oberhand über Max und auch Elf und dort, die treffen sich in einer Zwischenwelt mit viel Rot und er hält sie dort gefangen und er sieht wirklich an keiner einzigen Stelle gut aus. Ja, und wie befreit man sich aus dieser Misslage? Mike redet Elf gut zu. Ja, dieses obligatorische Liebesgeständnis. Richtig, ein Liebesgeständnis, das, wo ich sagen, okay, jetzt wird's sehr kitschig. Aber es gibt dann Elf die Macht quasi, den Spieß rumzudrehen. Und dann gibt's plötzlich für alle den Turning Point. Dann, wie gesagt, schafft auch Hopper da, sich des Wesens zu entledigen. Lucas schafft's auf einmal zurückzuschlagen. Nancy und Co., die befreien sich da draus. Und dann, ja, dann geht quasi der Endkampf in die finale Runde. Sven, war dir das auch ein bisschen too much oder fandst du die Auflösung vielleicht ein bisschen zu einfach? Ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt war ich sowieso schon ziemlich erschlagen. Ja. Das war mir tatsächlich, also von der Laufzeit her, es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel, es passiert zu viel. Das ist schon geil. Ich habe mich natürlich auch aufs Finale ohne Ende gefreut, aber ich musste erstmal die vorherigen Sachen sacken lassen und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag und Schlag auf Schlag und dann geht's hier weiter und dann geht's da weiter. Und dann denkst du, Ja. Und wir können meinetwegen jetzt auch gleich mal hier, weil du es gerade ansprichst, auch davon reden,
Es geht 2,5 Stunden und dieser Showdown, der geht auch locker Stunde bis ungefähr. Ja. Also ich fand's auch, ich habe die 2,5 Stunden auch wirklich gespürt. Ich fand's nicht direkt langweilig, aber es ist schon ein Akt, das zu gucken. Und ich würde auch sagen, also mit 2,5 Stunden, das ist schon kein, das ist keine normale Serienfolge mehr. Das ist wirklich ein bisschen Arbeit, das da durchzugucken. Und ich ganz ehrlich, für den Impact, der am Ende rauskommt, weiß ich noch nicht ganz, ob sich das dann vollkommen gelohnt hat. Vor allem für mich kam da wirklich so dieses Blockbuster-Feeling auf, wo ja, du mit CGI zugeschissen wirst. Und dann nicht mehr war es, okay, wo gucke ich hin? Nee, das war für mich auch so ein bisschen ernüchternd nach diesem wirklich ziemlich guten Aufbau der vierten Staffel, dass das so in so einem CGI-Gewitter fast schon versuppt. Ja, nach dem Turning Point quasi muss es ja dann dazu kommen, dass auch die anderen wieder die Oberhand gewinnen. Lucas gewinnt natürlich. Niemand, also die können sich eigentlich alle ernsthaft aus ihrer Gefahr rausschlagen. Dann Nancy, Steve und Robin können auch ihren Plan umsetzen und Wagner eben in seiner Trance verletzen. Es gibt ja noch diesen einen Punkt, nämlich Max. Max, diejenige, die stirbt, die in Lucas' Armen quasi stirbt und dadurch, obwohl eigentlich alle Zeichen auf Gewinn stehen, dann doch Wagner den Sieg sichern, denn dadurch, durch den vierten Tod, kann er eben dann seine dunklen Machenschaften oder da die Risse in Hawkins öffnen. Aber das mit Max, also ich weiß nicht, sie stirbt, aber dann ist natürlich Eleven da, die sie doch irgendwie retten kann? Ich bin da zwiegespalten. Ich habe jetzt fast die Befürchtung, dass Max mit Wagner so eine Art telepathische Verbindung hat. Also wenn eine von beiden Personen stirbt, stirbt die andere. Das befürchte ich leider, aber ich fand das auch eine sehr unbefriedigende Ausgangslage, in die man versetzt wird, vor allem weil dieser Kampf sich auch die ganze Zeit über angedeutet hat und dann wirst du mit so einem Schulterzucken quasi abgespeist. Mal sehen, ich hoffe nicht, dass jetzt die fünfte Staffel in arg viele Albtraumsequenzen abdriftet, auch wenn ich teilweise dieses King-Feeling, das dabei aufkam, mochte, inklusive der Glitches, die da drin waren. Ja, bei Will juckt es da auch schon wieder im Hals. Mhm. Da, bei ihm kann doch bestimmt auch nochmal ein Albtraum kommen. Aber Sven, erstmal du, wie siehst du die ganze Sache rund um Max, dass sie da ja erst sich opfert, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, also so richtig gerettet, also sie liegt am Ende im Krankenhaus, aber sie würden sie nicht im Krankenhaus zeigen, wenn sie dann nächste Staffel plötzlich tot wäre, also gehe ich davon aus, dass die nächste Staffel dann auch wieder dabei ist oder zumindest dann irgendwann wieder erwacht. Wie fandest du das? Nimmt es dem Ganzen irgendwie an Impact? Es kommt drauf an, was wir jetzt draus machen. Es kommt wirklich drauf an, ob man jetzt, also ich fände es zum Beispiel ganz cool, wenn bei der nächsten Staffel wirklich zwischen Max und Wagner halt, klar, die Verbindung ist ja da, aber wir haben ja auch noch Will, der hat's ja auch. Bei Max könnte es wirklich so sein, dass er sie vielleicht in seiner Horror Down Under Gedankenwelt mit einschließt. Und da könnte man schon noch was Cooles draus machen. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn Max in der nächsten Staffel Wagners Verbündete wird? Also, dass da quasi das Umdrehen, dass dann Lucas gegen sie auch noch kämpfen muss und Eleven gegen Wagner. Also, dass wir hier unsere klaren Fronten haben, dass jeder quasi so seinen Staffelentgegner kriegt in der fünften Staffel. Also ich muss sagen, Max war für mich tatsächlich in dieser Staffel einer der besten Charaktere oder eine der besten Figuren, weil sie auch, ich finde, sie hatte noch so mit am meisten irgendwie Facetten oder sie wirkte auch mit am menschlichsten. Ich fände es jetzt ganz schön blöd, wenn sie irgendwie jetzt wieder zum Handlanger oder jetzt noch irgendwie so ein, ja, einfach so eine Figur oder meinetwegen jetzt ein, wenn sie jetzt Wagner oder einen Teil von Wagner in sich trägt. Das möchte ich gerne nicht. Ich hätte es wirklich, so hart es klingt, aber eigentlich hätte ihre Geschichte oder so mal ein Ende finden müssen, weil dann hätte auch diese Wirkung, Wagner hat gewonnen, hat ja irgendwie auch, aber so richtig hat sich das nicht für mich angefühlt, weil dieser,
dieser wirklich tragische Todesfall direkt wieder entschärft wird, so wie sie es letzte Staffel auch schon mit Hopper gemacht haben. Und ich finde, also mir zumindest hat das wirklich so einen Impact oder so eine Auswirkung von diesem wirklich gigantuesken Finale, sehr, sehr ausgewalzten Finale, für mich hat das da ein Stück die Wirkung weggenommen. Weil, ja, es ist ja halb so schlimm, in Anführungszeichen. Auch wenn wir natürlich sehen, dass die Auswirkungen wegnahmen, nämlich diese Risse, die sich da jetzt quer durch Hawkins ziehen, durchaus ja nicht zu vernachlässigen sind. Denn ja, wir enden quasi mit dann noch so ein paar Nachwehen in dieser Staffel. Wir sehen, dass ganz, ganz viele Leute Hawkins verlassen und ich nehme auch stark an, dass wir in Staffel 5 wirklich einen Showdown in Hawkins erleben, wo dann auch die Visionen Nancys, die wir hier am Anfang des Podcasts besprochen haben, dann auch eintreten werden. Da wird jetzt Militär hingeschickt werden so und dann wird es da epische Schlachten wahrscheinlich geben. Also ich find's mit den Rissen gut, aber es hieß ja auch immer, Wagner ist auch nur ein 5-Sterne-General des Grauens. Also auch hinter Wagner muss ein Monsterboss, Imperator, ja, Horrorgestalt ja stehen. Ja. Wir haben doch dieses Wesen da in dieser einen Rückblende von Wagner gesehen, das mit den, weiß nicht, 6 Greifen. Genau. Also mit diesen 6 Beinen oder so. Was ja auch schon also immer mal angedeutet wird, ja. Ja, also müssten sie sich ja dann tatsächlich 2 stellen. Ja, man steigert sich ja auch wieder, natürlich setzt man wieder in Staffel 5 noch was drauf, ne? So. Richtig, ja. Aber ich muss sagen, so am Ende, wo sie dann an der Wiese stehen und dann der Blick über den Rest von Hawkins gleitet, ab dem Moment habe ich gedacht, oh nee, jetzt könnte ich aber eigentlich wieder weitergucken. So, jetzt waren jetzt wirklich schon 20 Minuten eher ruhig. Ich konnte mich wieder sammeln und Energie tanken. Jetzt will ich aber sofort wissen, wie es weitergeht. Ja, na und also wir haben ja auch zum ersten Mal quasi so, dass es wirklich, also das nächste Staffel wahrscheinlich direkt dran anschließen wird. Und das wäre nicht wie jetzt diese Staffel, die ersten 3 Folgen, die ich ja so, ja, ganz okay fand, wo es dann so wieder um Highschool ging und so. Nee, diesmal beginnen wir direkt im Ausnahmezustand wahrscheinlich, weil ja. Hawkins, ja, da fackelt es ja nun überall. Aber was mir auch aufgefallen ist, und das ist mir erst in den letzten 2 Folgen tatsächlich wirklich ins Auge gesprungen, wie alt Will ist. Wenn er neben Jonathan steht, ist er fast arg größer. Und wenn sie wirklich direkt mit der Kamera in ganz nah, auch bei dieser Unterhaltung, wo sie sich, also wo Jonathan ihm halt sagt, ich pass trotzdem auf dich auf, ich bin trotzdem da, und du siehst beide, dann denkst du dir, um Gottes Willen, oh, jetzt müsste aber echt flott machen. Ja, vom Gesicht jetzt, her, das ist schon krass. Ja, das stimmt. Aber ich glaube so, ich weiß nicht, ob sie noch so, also sie sehen jetzt schon aus wie, also wie junge Erwachsene. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch, ich glaube, jetzt wird es erstmal ein bisschen wie Männer aussehen. Ich glaube, das hält jetzt vielleicht noch, aber ja. Aber Staffel 5 soll ja auch die letzte sein, wenn ich richtig informiert bin. Ja, und dann wurden wahrscheinlich ein paar Spin-offs angekündigt. Gut, dann, Leute, habt ihr noch irgendwas auf euren Stichpunktzetteln stehen? Wir haben ganz schön viel geredet und wir haben bestimmt ebenso viel vergessen. Wir hätten noch über Robin reden können, die da ja auch ihre lesbische Romanze kurz bekommt oder zumindest so ihre Sehnsucht nach ihrer Romanze und noch ganz viele andere Szenen da. Aber gibt's noch irgendwas, was ihr sagen müsst? Das möchte ich noch erwähnen, das war ein cooler Moment oder das mochte ich überhaupt nicht. Sven, bitte. Ich habe noch 2 Sachen. Ja. Einmal, als Max in diesem Ballroom ist und die Ballons explodieren mit Blut. Das war ja cool, ja. Ach Gott, nee. Es sehr geil. Ja. Und als Lucas am Bett von Max sitzt, liest er der Talisman von Stephen King. Ja. Das fand ich auch noch. Also das weg, du siehst es nur so an, nur angedeutet, da dachte ich auch wieder, da habt ihr mich direkt wieder an der Wurzel erwischt. Das stimmt, ja. Diese ganz, ganz kleinen Gimmicks, die sie da einstreuen und das ist so geil in Szene gesetzt. Also Hammer. Ich werde mir auch die Staffel definitiv in Ruhe die nächsten Tage nochmal komplett angucken. Ja, bei mir ist es wirklich so die Sache, je mehr Stranger Things ins Horrorlastige abgedriftet ist, desto mehr hat es mir gefallen. Ja, mal sehen. Wie gesagt, ich würde mir wünschen für die 5. Staffel und ich glaube auch, dass sie da nochmal eine Spur zumindest von dem her drauflegen werden, dass wir uns da warm anziehen müssen, nicht mehr so um unsere, also doch nochmal sehr mehr um unsere Charaktere fürchten müssen.
Weil ich glaube, dann haben sie ja nicht mehr so viel, es ist ja die letzte Staffel, ja. Dann werden sie vielleicht nochmal, also ich würde es mir wünschen, ich hätte mir gewünscht schon, dass sie sich diese Staffel trauen, vielleicht Eleven den bösen, in Anführungszeichen, bösen Plot oder dieses Massaker eben anzudichten. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht den einen oder anderen Charakter auch ein bisschen schonungsloser aussortieren, weil diese Gefahr durch Wegner, die ist eben immens und wir haben es halt in diesen Horrorszenen oder in diesen Mordszenen gesehen. Und das flacht aber dann immer so ein bisschen ab, wenn es halt um die Hauptcharaktere geht. Ansonsten habe ich nur noch anzumerken, dass ich den Eindruck hatte, dass die ursprünglichen Hauptcharaktere, nämlich die Jungs, vor allen Dingen die Jungs, Elf hat ja ihren ganzen Handlungsstrang, aber die Jungs eigentlich so komplett nebensächlich geworden sind. Und diese ganzen anfänglichen eher Nebencharaktere, so wie Steve und Nancy und Max, sehr, sehr viel mehr Plot haben. Die Jungs, die sind ja immer so, das sind die Stichwortgeber, das sind so, die sind mal mit einer Romanze verbunden. Oder Lucas hat eben auch nur so ein, hat auch ein bisschen so die Verbindung verloren. Wir hatten ja auch überlegt, ob er vielleicht dran ist. Das heißt jetzt nicht, dass es mich stört, aber das ist so ein bisschen, die wissen eben nicht, sie führen jede Staffel, führen sie neue Figuren ein, wissen dann aber nicht mehr so richtig, wie sie die alle handeln sollen. Aber das haben wir ja jetzt auch noch schon zu Genüge gesagt. Ich kann nur noch sagen, ich hatte auch den Eindruck, das hier ist absolut kinoreif. Also das steht auch vielen Blockbustern, die zurzeit ins Kino kommen, in nichts nach. Im positiven, wie auch vielleicht manchmal im negativen Sinne. Ansonsten, Patrick, Sven, ihr freut euch ja sicherlich auf die 5. Staffel. Vielleicht finden wir ja dann nochmal zu Staffel 5 hier zusammen. Ich bin dann gespannt, wie lang dann dort die Laufzeiten sind. In 2 Jahren dann. Jahren. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber dann, ja. Wir verzichten mal jetzt auf noch ein paar Spekulationen zu Staffel 5. Wir haben ein paar angedeutet, aber lassen das Ganze natürlich auch einfach auf uns zukommen. Wenn ihr hingegen Spekulationen oder Ideen habt, wie es in Staffel 5 weitergehen könnte, könnt ihr uns das gerne schreiben an info@tele-stammtisch.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Wir freuen uns auch über Feedback zu unserem Podcast oder zu den anderen Filmkritiken hier auf unserem Kanal oder in unserem Podcast-Feed. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify und Apple Podcast und ich sage vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.